Einen wunderschönen guten Morgen da draußen, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Christine. Guten Auch Morgen. wenn es regnet. Toller Tag. Ich hoffe, dir geht's gut, du bist gesund und munter. Und Wieder. was ich gerade im Kopf habe, es war ja Prüfung. Du hattest, glaube ich, Prüfungen mit deinem lieben Hund. Wie war das? Am Welttag des Haustiers? Hattest du Ja, Prüfungen genau. mit Ja, Lucy ja. als Therapiehund? Genau, ja. Also Welt. wir haben eine Prüfung gehabt, genau, und also einen Wesenstest auch, und hat auch alles ganz gut geklappt, aber die letztendlich schriftliche Beurteilung, die fehlt uns noch. Die Die wird fehlt uns noch euch noch. zugeschickt und dann wissen wir mehr. Spannend, dass das an so einem Welttag stattfindet und vor Ja, allen das Dingen war total spannend lustig. und vor allen Dingen War spannend, aber wie viele. tatsächlich ein Zufall, auch wenn wir Ah, gesagt haben, okay. war natürlich geplant. Aber auch spannend, wie viele Welttage es gibt. Ne? Also wir haben ja schon mal den Welttag des herzhaften Lachens und was weiß ich was alles zelebriert. Und du hast schon den Welttag des Pinguins und des Kühlschranks und was weiß ich was gefunden. Ja. Aber heute geht es in unserer Sendung um den Weltfrauentag. Der ist nämlich am kommenden Jawohl. Freitag, am 8. März. Der erste fand übrigens 1911 statt. Da Oh, ging es um so lange schon. Wahlrecht. Ja, 1911, also es ging um das Wahlrecht für Frauen und um die Frauenrechte für Arbeiterinnen. Damals war er am 19. März, hat sich jetzt aber weltweit am 8. März als Tag etabliert. Ich weiß gar nicht, wann der Tag dann so definiert wurde. Das konnte ich jetzt nicht so schnell rausfinden. Ja, Weltfrauentag und morgen am Mittwoch, am 6. März, ist der Equal Pay Day, also gendergerechte Bezahlung, ja, und es gibt immer noch ein Gender Pay Gap, also eine Lücke in der Bezahlung in vielen Berufen, nicht in allen Berufen, zwischen männlichen und weiblichen ArbeitnehmerInnen. Und da wird immer am Equal Pay Day dran erinnert. Deswegen verändert sich dieses Datum jedes Jahr, weil sich die Lücke, also die Zeit, in der Frau quasi auf ihre Bezahlung wartet, ja, sozusagen. Also erst ab 6. März verdienen wir das Gleiche. Vorher haben die Frauen nichts verdient und nur die Männer sozusagen. Letztes Jahr war es, glaube ich, 14. März, wenn ich mich nicht total irre. Also es ändert sich diese Lücke, aber trotzdem ist sie da. Nach wie vor und das schon seit viel zu langer Zeit. Und natürlich, wir feiern den Weltfrauentag und rund um diese beiden Tage gibt es immer ganz, ganz viele Veranstaltungen. Finde ich großartig. Also es werden, du hast das im Vorgespräch erzählt, dass du mal ro mit Rosen beschenkt worden bist. Das wird dieses Ja. Jahr auch wieder stattfinden. Das machen in Darmstadt die SOR-Optimistin und eine soziale Arbeitsgemeinschaft macht das. Das machen, also gerade die SOR-Optimistin haben das letztes Jahr, soweit ich weiß, gemacht. An jedem Bahnhof standen dann immer Gruppen zum Beispiel. Es gibt aber auch ganz viele andere Veranstaltungen. Also Montessori hast du erzählt, da gibt es einen Film, den du dir Genau. ansehen möchtest. Der kommt nicht umsonst jetzt zu der Zeit in die Kinos, ne? Wahrscheinlich nicht. Der Starttag in Deutschland ist, soweit ich weiß, der 7. März, also ein Tag davor, dem Weltfrauentag. Und Maria Montessori wird der Film heißen. Und es geht natürlich rund um Maria Montessori. Ich habe den Trailer noch nicht angeschaut und ich habe mich auch noch nicht näher damit beschäftigt, was genau der Film so alles verkörpert. Aber ich sag mal, der Titel sagt ja eigentlich schon alles. Und dementsprechend freue ich mich total auf den Film. Ich will ihn unbedingt sehen und habe mir auch schon eine Google-Kalender-Erinnerung geschrieben, dass der Film startet. Sehr cool. Das ist auf jeden Fall so, dass ich da ins Kino gehen möchte. Jetzt vielleicht nicht direkt an dem Tag, aber den Film will ich auf jeden Fall sehen, ja. Also ich habe mir ganz viele Veranstaltungen in meinen Kalender eingetragen. Ich selbst habe auch zwei beziehungsweise drei, an denen ich teilnehme. Zwei bin ich als Referentin dabei. Ich habe zum einen am 6. einen Impuls-Workshop online kostenfrei für Frauen mit einer klaren Kommunikation. Ja, die starke Stimme mit einer klaren Kommunikation, hey Chef, Chefin, ich will mehr Geld, so nach dem Motto, gab es mal vor vielen 100 Jahren ein Lied zu dem Thema. Es gibt am 8. halte ich bei dem FEMCOM, beim Frauenkompetenzzentrum in Darmstadt, einen Workshop, Frau kann alles,
Und noch so viel mehr, ja. Also da geht es Mhm. um Empowerment und in Mhm. vielen der Veranstaltungen rund um den Weltfrauentag und den Equal Pay Day geht es eben um Entgelttransparenz, um geschlechtergerechte Bezahlung. Und die dritte Veranstaltung, da geht es eben um die Anpassung des Entgelttransparenzgesetzes. Die ist am 14. vom Südhessischen Bündnis gegen Altersarmut von Frauen, in dem ich Mitglied bin. Da werden wir jemand aus dem, also Bürgermeisterin Barbara Aktenis wird da sein. Es wird die Frau Jochmann-Döll da sein, eine Wissenschaftlerin, die sich gerade mit diesem Transparenzgesetz und mit der EU-Verordnung, die umgesetzt werden muss, sehr beschäftigt. Barbara Eichelmann-Klebel, eine liebe Kollegin und Unternehmerin und Vizepräsidentin der IHK Darmstadt, wird da sein als Unternehmerin und einfach mal aus ihrer Sicht das Thema beleuchten, wie sich das auf Unternehmen auswirkt, aber auch was Altersarmut und Frauengründungen zum Beispiel bedeuten. Also es wird die Anke Höfle von FEMCOM wird das nochmal aus Sicht von einem Bildungsträger. FEMCOM ist ja ein Träger, der sich besonders um die Weiterbildung von Frauen und Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt bemüht. Und das ist ist so ein Teil der Veranstaltung. Aber es gibt allein in Darmstadt, das ist so der, man sieht das, hier ist der Fünf-Fingerturm, das ist eine Karte, Vorder-Rückseite. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber es sind, glaube ich, mindestens 12, ich schätze mal 20 Veranstaltungen auf dieser Karte drauf. Unter anderem die drei, die ich gerade genannt habe. Vom Landkreis gibt es das auch. Ja, da sind auch Veranstaltungen, Frauenfrühstück, eine Serie von Kinofilmen für Frauenempowerment und ganz, ganz viele Veranstaltungen. Also ja, Frauen stehen auf für ihre Rechte, zeigen sich aber auch solidarisch mit den Frauen, die in Ländern leben, in denen sie noch viel mehr um ihre Rechte kämpfen müssen. Also wir haben seit vielen, ich will nicht sagen 100 Jahren, aber um Frauenrechte wird seit über 100 Jahren gekämpft. Wir haben Frauenwahlrecht. Vielen anderen Ländern ist das noch nicht so, ne? Also ich will jetzt nicht, in Europa sieht es da schon anders aus, aber es gibt noch genügend Länder, wo Frauen unterdrückt werden. Und trotzdem, wenn du an Equal Pay denkst, auch das ist in Deutschland noch nicht so, wie es sein könnte. Ja, es ist vieles gut in unserem Land, aber es ist auch vieles noch, man darf ja noch besser werden. Ne? Und Frauen dürfen sich noch mehr zeigen und mehr Frauen in Vorstände, in Aufsichtsräte, in verantwortungsvolle Positionen. Ja? Finde das ganz spannend. Ich bin unter anderem im Netzwerk Unternehmerin 2030. Da wird regelmäßig, werden bestimmte Branchen mal untersucht, wie viele Frauen da in Führungspositionen sind. Und ich glaube, die letzte Branche war so die Safthersteller. Wir hatten schon, wir haben mal recherchiert zu Herstellern von Reinigungsmitteln, zu Schokoladenherstellern, also ganz unterschiedlich, um einfach mal zu schauen, ne? Wo sind denn wirklich? Und ja, da gibt es so Leuchttürme, die das richtig nach vorne tragen. Und dann gibt es andere, wo du denkst, huch, da ist ja wenig bis gar nichts sozusagen in der Richtung. Also auch da gibt es noch ein ganz schönes Brett zu bohren. Das ist ein bisschen dicker, aber wir sind dran, alle miteinander. Und wir stehen natürlich auf für Solidarität, für Frauen, für Frauenrechte. Und das ist auch sind so zwei wichtige Tage des Jahres. Es gibt noch einen es gibt natürlich ganz viele wichtige Tage im Jahr, aber es gibt noch so einen Tag, wo es auch viel um Frauengewalt gegen Frauen, das ist der Tag im November. Auch da gibt es immer wieder viele Veranstaltungen rund um das Thema. Also es gibt noch viel zu tun. Dranbleiben, 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 könnte man sagen. Und im Moment fällt es mir ein bisschen schwer, mich zu entscheiden, wo ich hingehe. Ich habe mir ganz viele Veranstaltungen eingetragen. Natürlich die, an denen ich selber beteiligt bin, selbstverständlich. Aber du könntest jeden Tag zu einem Frauenfrühstück gehen oder zu einer Demonstration oder zu einer Podiumsdiskussion oder einer Performance zum Beispiel, finde ich auch ganz spannend. Drei Frauen aus drei Ländern zum Beispiel, die mit
ihren Sprachen, Tanz, Schauspiel, Musik quasi ein Statement geben. Das ist auch eine Veranstaltung vom Theater Transit zum Beispiel. Also es gibt ganz Und viel, jetzt was stellt sich mir stattfindet. tatsächlich ganz kurz die Ja. Frage, ist das von Frauen für Frauen oder ist es von Frauen für alle? Also Männer eingeschlossen, ja, dass die sich angucken können, was denn so da los ist. Also das würde mich tatsächlich interessieren, mit wem gehst du denn da hin zu einer Veranstaltung? Alleine, weil du Frauen treffen möchtest, denen Gute es auch Idee. so geht, oder nimmst du deinen Mann mit? Ja. Oder einen Freund oder eine Freundin oder hast du eine Begleitung oder nimmst du keine Begleitung mit? Also ich finde auch das sehr spannend, dass es so viele Veranstaltungen gibt, aber dann stellt sich mir doch die Frage, also für mich jetzt, ich würde ungern alleine irgendwo zu sowas hingehen. Ich würde dann immer schon gerne mit jemandem mitgehen, weil zusammen macht es einfach auch mehr Spaß. Natürlich kann man auch netzwerken und da ganz viele neue Menschen kennenlernen, interessante Menschen kennenlernen. Aber sind da Männer willkommen? Also bei den meisten Veranstaltungen sind natürlich Männer willkommen. Wenn ich jetzt an den Workshop bei der Femcom denke, die machen eben Weiterbildung für Frauen. Da sind dieser Workshop, der ist für Frauen aus Darmstadt, soweit ich weiß, kostenfrei. Das ist einfach Frauenkompetenzzentrum. So, da ist eben der Fokus auf Frauen. Aber Ja, beim klar. Südhessischen Bündnis, das sind nicht nur Frauen, da sind auch Männer mit beteiligt und machen mit. Und natürlich sind da auch in den meisten Veranstaltungen Männer willkommen, ja, bei der Kinogeschichte und so weiter. Also das heißt ja nicht, ich habe einen tollen jungen Mann kennengelernt, der von sich sagte, ich bin Feminist. Und das fand ich großartig, ne? Er sagt, hey, ich finde das scheiße, dass das nicht gerecht ist und dass die Qualitäten da nicht gesehen werden oder nicht genutzt werden oder brach liegen und so weiter. Das fand ich einen ganz spannenden Gedanken, ne? Also Ja, das mal so absolut. zu formulieren. Und er sagt, ja, also offen, ne? Da einfach offen sein und klar und deutlich in der Kommunikation sein, für sich einstehen, aber eben, wie du es gerade sagst, nicht vergessen, braucht schon beide Geschlechter, ja, aber es braucht eben auch eine Geschlechtergerechtigkeit. Auch Ja, nicht, es geht absolut. nicht darum, dass jetzt plötzlich die Frauen alles übernehmen, wobei mal, ich glaube, der Dalai Lama gesagt hat, dass Frauen die Welt retten werden. Fand ich einen schönen Gedanken. Also klar, machen wir doch eigentlich jeden Tag, oder? Also im Kleinen tun wir das ganz bestimmt, wir alle und auch genügend Männer tun das. Und auch Na Menschen, klar. die sich keiner binären Richtung zugeordnet fühlen oder also ne, gibt ja noch mehr als nur Männlein und Weiblein. Und die Ja. Welt ist bunt und das ist gut so und das darf sie auch sein und alle sind beteiligt und alle dürfen beteiligt sein und alle sollen mitgestalten und alle sollen haben die gleichen oder müssen die gleichen Rechte haben und die gleichen Möglichkeiten haben. Und das finde ich so wichtig. Also natürlich ist das aus der Geschichte geboren, weil eben vor über 100 Jahren Frauen in vielen Bereichen noch kein Wahlrecht hatten, wo umsonst, ne, die Suffragetten sind eben für dieses Wahlrecht und danach die Arbeiterinnen beim ersten Weltfrauentag auf die Straße gegangen, um für Mitspracherecht zu kämpfen, um für Wahlrecht zu kämpfen und überhaupt für ihre Rechte als Arbeiterinnen auf die Straße zu gehen. Das ist vollkommen in Ordnung. Und so ist auch irgendwann mal der Christopher Street Day entstanden, um eben der, jetzt darf ich es nicht falsch sagen, LGBTQ plus. Sorry, das geht manchmal nicht so schnell aus der Sprache raus, Doch ein wie ich es kleiner gerne hätte. Zungenbrecher, Ja, ne? genau, es ist ein kleiner Zungenbrecher, ganz genau. Ja, also dieses den Finger in die Wunde legen, darauf aufmerksam machen, dass da etwas noch wenig gerecht ist oder noch weniger gerecht, als es sein müsste. Und für sowas sind solche Welttage einfach wichtig. Und sich an diesen Tagen eben auch zu solidarisieren mit Frauen, mit Mädchen oder mit Menschen der gerade genannten Community an anderen Tagen, die eben von Verfolgung bedroht sind, die keine Rechte haben, die eben nicht laut sagen dürfen, wie sie sich fühlen und was sie sind und was sie tun. Also es geht auch an diesen Tagen um die Solidarität miteinander. Ja? Und
Ja, und deswegen brauchst du ja auch, ne? Diese Welttage. Weiß nicht, ob wir dann auch an dem Welttag der Pinguine, hoffe ich, dass wir auch Solidarität mit den Pinguinen und ihren Lebensräumen zeigen. Ich hoffe, es gibt auch einen Welttag der Eisbären, weil den schmilzt Bestimmt. der Lebensraum unterm Hintern weg. Ja, und irgendwann den Pinguinen auch. Und anderen Lebewesen, ne? Also es gibt mit Sicherheit auch einen Welttag, keine Ahnung, Regenwald, ne? Und Bestimmt. wo immer Es noch gibt ja auch einen Welttag des Bieres. Warum soll es nicht einen Welttag des ja, Baumes geben zum Beispiel, oder den gibt es bestimmt. was auch Ja, immer? Es gibt ja auch einen ja, Haustiertag oder ja. einen Tierschutztag. Oder also ich kenne mich mit den Tierschutztagen jetzt mit zeitlich nicht so aus, also wann die genau sind, aber ich weiß, dass es die alle gibt. Und es gibt so tolle Kalender, da stehen die alle drin, als Erinnerung. Und ich finde die alle super wichtig. Und genau, ich glaube, dafür sind sie da, damit sie immer auf irgendetwas aufmerksam machen, wie der Welttag vom Kinderkrebs oder Zum sowas, Beispiel. ne? Also das sind auch ganz wichtige Tage, finde ich, weil es ist doch, auch wenn wir jetzt, die nicht direkt davon betroffen sind, jeden Tag darüber nachdenken, ist es doch wichtig, immer wieder daran erinnert zu werden an solche Dinge oder an Missstände oder an wie den Pinguinen und den Eisbären, dass auch wir mal wieder daran denken, ah ja, stimmt, die sind auch noch da und die haben auch ein Recht auf Leben und wir müssen auch gucken, dass wir deren Lebensräume schützen. Also es ist zum Beispiel ich glaube, der 20. Warte mal, ich glaube, der 20. März ist der Weltfroschtag zum Beispiel. Ja, also es gibt ganz, ach, jetzt, warte. Ich glaube, der 5. März ist der internationale Tag der Abrüstung, wenn ich mich nicht wenn ich jetzt mich nicht total vergaloppiere. 7. März Es ist, glaube gibt ich, auch der Tag der gesunden Ernährung und so. Also es gibt so viele Tage, die schon auch ihre Berechtigung haben, überhaupt keine Frage. Ich glaube, es gibt auch so Listen, die man da sich runter oder angucken kann, runterladen, anschauen, wie auch immer. Und da wird auch immer ein bisschen was zu dem Tag erklärt. Warum, wieso, weshalb. Also es ist schon sehr spannend, wenn man sich ein wenig damit beschäftigt, was passiert denn jetzt diesen Monat oder diese Woche? Welche Welttage gibt es denn? Welche sind international? Welche sind vielleicht nur in manchen Ländern vorhanden? Und um welche Themen handeln die? Ja, wir hatten ja letztes Mal schon, du erinnerst dich, über den Welttag des Kompliments gesprochen. Ja, stimmt, da hatten wir auch Der schon mal ist, drüber gesprochen, ich ja. glaube, der ist auch im März, wenn ich mich nicht total irre. Und der herzhafte Lachen da hatten, dann gibt es den Weltknuddeltag. Den finde ich auch total Ah, schön. der ist auch wichtig. Also es gibt skurrile, aber es gibt eben auch genauso politisch wichtige oder gesellschaftspolitisch wichtige, wie eben den Frauentag, den Weltfrauentag oder eben auch den Equal Pay Day. Ja, und der, ja, ihr lieben Frauen da draußen und ihr lieben Männer da draußen und ihr lieben diversen Menschen da draußen, sagen wir es mal so, aller Geschlechter, ja, steht auf für eure Rechte, steht auf für eure für Chancengleichheit, für gendergerechte Bezahlung, für Entgelttransparenz und schließt euch an, ja, und vor allen Dingen sagt klar, was ihr denkt und sagt klar, was ihr meint und ein Satz noch dazu, alles, was auf der Basis unseres Grundgesetzes, das ich immer noch sehr verehre, das ich grandios finde, unsere Verfassung ist einfach großartig, was auf dieser Basis passiert und gesagt wird, das ist alles, das passt alles, ja. Und wir dürfen hier laut sagen, was wir denken. Und das ist gut so. Also steht auf und ja, sucht euch eine von diesen tollen Veranstaltungen aus. Guckt mal auf den Webseiten der Landkreise. Es gibt überall ganz viel. Ja, und wie Christine es vorhin so schön genannt hat, nehmt euer Partner, euren Partnerin mit, ne? Eine gute Freundin, einen guten Freund. Und guckt euch vielleicht den Film über Frau Montessori oder die Filme zum Thema Gewalt gegen Frauen. Oder eine Performance von Tänzerinnen. Lasst euch mit Rosen beschenken. Ihr wisst ja, es soll rote Rosen regnen für uns. Ne? Besser Das lang. als das, was heute draußen ist. Rote Genau, Rosen besser regnen rote wäre Rosen schöner. regnen als der Regen. Genau. Hoffen wir mal, dass es am Freitag
ein etwas schöneres Wetter ist und weniger nass, damit unsere ganzen Aktionen nicht ins Wasser, also nass werden. Ins Wasser werden sie nicht fallen, aber nass werden. Ja, und ansonsten, wir blenden auch noch mal eine Folie, ich weiß nicht, ob wir es schon gemacht haben, ein mit den Veranstaltungen, an denen ich beteiligt bin. Würde mich freuen, wenn ich die ein oder andere von euch dann noch sehe oder höre im Videocall zum Beispiel. Ja, und ansonsten bleibt mir, schaltet wieder ein, wenn es beim nächsten Mal bei Sprechzeugs dann wieder um noch mehr Tipps zu Stimme, Kommunikation und Präsenz geht. Heute war es mal eine etwas andere Sendung, ein bisschen Empowerment, zeigt eure Macht da draußen. Ja, und wie gesagt, Frauen retten die Welt, hat schon Dalai Lama gesagt. Der wird recht haben, glaube ich. Jetzt wünsche ich euch allen einen grandiosen Tag, einen schönen Weltfrauentag, eine tolle Veranstaltung, allen, die aktiv sind, viel Erfolg, tolle Gespräche, großartige Menschen, ja, und viele Rosen, die verteilt werden und viele Veranstaltungen, die einfach rege besucht werden, damit das Thema immer wieder deutlich wird und zeigt Solidarität. Und dir, liebe Christine, wünsche ich einen wunderbaren Tag und dass du gesund bleibst. Danke, ebenfalls. Und viel Spaß Ebenfalls. im Montessori-Film, ne? Den möchtest du ja Dankeschön. angucken. Sehr schön. Tschüss. In 2 Wochen geht's weiter. Tschüss, Tyrelü, macht's gut.